Servus zusammen. In diesem Video geht es um die Fotografie eines für mich ganz besonderen Ortes. Und zwar stehe ich hier am Künstlerhaus Gasteiger am Ammersee. Dieser Ort ist deswegen für mich so besonders, weil ich hier vor über 8 Jahren meine Frau geheiratet habe. Hier hatte die standesamtliche Hochzeit stattgefunden mit all meinen besten Freunden und der Familie. Und diesem Ort möchte ich mit diesem Video nochmal einen Tribut zollen, um hier mal wirklich in Ruhe auch Fotos zu machen. Und dieses Künstlerhaus Gasteiger liegt in einem sehr kleinen, idyllischen und gepflegten Park, hier direkt am Ammersee. Das Ufer ist hier gerade mal 50 Meter weg. Es gibt hier auch einen Steg zum Baden gleich daneben. Das Haus an sich ist auch recht klein gehalten. Innen drin hatten vielleicht so 18, 19 Personen gut Platz. Also es war wirklich eine klasse Location und ein unvergessliches Erlebnis für mich. Jetzt nähern wir uns mal dem Haus an und suchen mal nach 2, 3 guten Perspektiven, um dieses Haus entsprechend gut in Szene zu setzen oder vielleicht auch den Park. Und bei meiner Art der Fotografie gehe ich ganz oft so vor, dass ich mich erstmal umschaue und schaue, was für Elemente kann ich denn noch hier in mein Hauptmotiv einbinden. Und da würde sich jetzt hier zum Beispiel dieser Ast, dieser herunterhängende, entzweigte Ast gut anbieten. Vielleicht kann ich hier irgendwie aus der Hand durchshooten, dadurch. Oder auch von unten, dass ich hier so einen gewissen Rahmen schaffe und das Motiv ein bisschen interessanter darstelle, ohne direkt ganz nah ranzugehen. Das probiere ich jetzt mal aus der Hand aus. Fotografieren werde ich mit meiner Allzweckwaffe in der Landschaftsfotografie, dem 16 bis 35 mm Objektiv. Ich probiere die Sache jetzt erstmal aus der Hand aus, weil ich kann ja hier ruhig auch eine kürzere Belichtungszeit wählen. Also da brauche ich jetzt kein Stativ, nicht zwingend auf jeden Fall. Und da geht es jetzt los, mit was für einer Blende fangen wir an. Und ich schaue mir das mal an, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf eine 6er Blende gehe, kann ich hier ganz gut mit 1/100 oder sowas noch belichten oder 1/80 halte ich locker aus der Hand. Ansonsten kann ich ja immer noch die ISO ein bisschen hochdrehen. Und hier schauen wir uns mal den Rahmen an. Und hier mit dem Zoom bin ich wirklich in der Lage, mich auf die ganze Bildkomposition gut einzustellen. Und hier die Bäume und die Äste schön in den Vordergrund zu nehmen. Ja, von hier unten sieht es auch ganz, ganz schön aus. Hier habe ich ja auch nochmal so eine Art Tunnel. Geht im Querformat oder vielleicht sogar auch im Hochformat. Auch auf 16 mm. Hui, da muss ich ein Stück zurück. Ja. Doch relativ cool. Ein Detail, was mir gerade auffällt, ist dieser Knick hier in dem Ast. Der zeigt ja wie ein V runter in Richtung Dach, so aus dieser Perspektive her. Das versuche ich so mal mit einzufangen. Weil über dem Haus ist ja auch ein relativ spitzer Baum und dann zeigt hier oben das V auf das andere V vom Haus. Wichtig ist mir hier nur, dass ich so dieses ganze Geäst drauf habe, dass man versteht, okay, ich fotografiere durch so einen Baum und durch so einen Ast. Weil wenn ich jetzt hier nur das Ding anschneiden würde, wäre es irgendwie, hätte es keinen Mehrwert. Und so seht ihr, ich probiere halt auch ein bisschen herum und brauche halt auch ein paar Versuche, bis mir ein Bild tatsächlich gut gefällt. So, jetzt nähe ich mich mal dem Haus an, aber vielleicht erstmal von der Seite, weil da ist so ein ganz kleiner Tümpel vor dem Haus. Vielleicht kann ich das Wasser auch in Verbindung mit dem Haus schön einfangen. Ich denke, das Licht kommt von der Seite und fällt auch direkt auf das Wasser. Das könnte eine Möglichkeit ergeben. Ich finde es ja schon immer ganz geil, mich so langsam heranzunähern an das Hauptmotiv. Da winsel ich ja immer so um den Spot herum. Da kommt meistens was bei rum, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und sich auch ein bisschen beschäftigt hier mit den Motiven. Hier ist auch ein kleiner Bachlauf. Hier von der Seite wäre auch eine klasse Perspektive. Und auch wenn ich das Foto von hier jetzt mache, wähle ich auch eine relativ kurze Belichtungszeit, weil sich die Blätter einfach im Wind bewegen und da muss einfach schnell gehen, dass die Blätter eingefroren sind. Auch hier achte ich auf so eine Art Rahmen, dieses Blätterdach und so weiter, umrahmt ja das Haus wunderschön. Die Kamera habe ich bei dem Foto jetzt auch nicht zu weit nach unten geneigt, weil bedingt durch den Schatten ist der Vordergrund einfach schwarz, der säuft mir ab. Deswegen habe ich jetzt den Schatten einfach angeschnitten.
und aus einer etwas höheren Perspektive fotografiert. Schaue ich mir hier mal den Teich an, was man da machen kann. Wow, von hier aus spiegelt sich das Dach und das Haus recht schön im Wasser. Ist echt gut. So, jetzt habe ich mir hier meinen Nisi-Filterhalter drauf gebaut. Und zwar möchte ich die Vorteile des Polfilters und des Verlaufsfilters hier nutzen, weil das Dach ist doch relativ hell und der Himmel über dem Haus. Stelle ich mir zuerst mal den Polfilter ein, damit die Spiegelung auch hier richtig schön rüberkommt im Wasser. Und die hätte ich quasi jetzt. Wenn ich jetzt hier auf einer 5er Blende bin, so circa auf ISO 250 und 1/100, könnte ich hier schon ein ganz gutes Bild hinkriegen. Und ich mache hier absichtlich jetzt keine Langzeitbelichtung, weil die Gefahr einfach zu hoch ist, dass die Blätter, die hier ins Bild reinhängen oder die anderen Blätter, die bewegen sich, und diese Unschärfe im Bild möchte ich eigentlich vermeiden. Deswegen auch hier das Bild aus der Hand bzw. mit einer sehr kurzen Belichtungszeit. Ich probiere das jetzt nur mal mit dem Verlaufsfilter, dass mir der das Dach oben vom Haus so ein bisschen abdunkelt. So, der Polfilter ist eingestellt. Schauen wir da durch. Ja, ist deutlich besser. Bam, das ist doch echt ein geiles Herbstbild hier von dem Hütchen. Schön. Ich habe hier mit dem Zoom natürlich auch die Möglichkeit, wieder ein bisschen ranzuzoomen. Hauptsache die Spiegelung ist mir ganz, ganz wichtig, dass die komplett hier zu sehen ist von dem Haus. Jetzt mache ich eins, ich gehe jetzt hier noch um das Ufer so ein bisschen herum und probiere einfach noch zwei, drei andere Bildkompositionen. Bombe das Bild, wirklich Bombe. Boom. Ja, das ist hier echt die beste Perspektive. Ich bin jetzt nur einen Meter weiter gegangen. Das Bild ist Bombe. Hi, Libelle. Auch hier habe ich wieder diese hellen Bereiche hier im Wasser. Kann man schön drauf shooten. Wow. Hier ist noch so ein kleines Jaworski-Blatt. Das stört mich jetzt hier gerade noch ein bisschen. Was mir hier bei der Bildkomposition besonders gut gefällt, da kurz vor dem Haus ist dieses grüne Gras, ja, dieses Seegras. Das schaut so schön aus. Licht fällt auch von der Seite echt ganz cool rein. Das ist eine wirklich gute Bildkomposition hier. Das gefällt mir. Jetzt sind wir hier vor dem Haupteingang des Künstlerhauses angekommen und das ist ja eigentlich so das Hauptmotiv. Ich mache dieses Bild jetzt hier dennoch nicht, weil dieses Bild haben garantiert schon zigtausend Leute hier gemacht. Es ist auch verständlich, hier gibt es diese Linienführung und wenn man die Kamera exakt ausrichtet, kann man hier schon ein ganz gutes Bild machen, wenn ein Detail hier noch da ist. Und zwar die Rosenbüsche hier oder die Sträucher, die müssten eigentlich meiner Meinung nach in voller Blüte sein, also im Sommer. Und jetzt nicht hier Anfang Herbst, die Rosen sind nahezu verwelkt. Deswegen mache ich das Bild jetzt hier nicht und bemühe mich einfach einer anderen Bildkomposition, die wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist. Und deswegen gehen wir jetzt mal zusammen näher an das Haus ran. Ja, was mir hier auffällt ist, dass die Hausfassade auch jetzt im Schatten liegt, bedingt durch den Baum, durch die Birke. Die wird nicht wirklich angestrahlt, aber was hier komplett schön angestrahlt wird von der Sonne, ist dieser kleine Springbrunnen bzw. diese Seerosenblätter hier in dem Teich. Die machen mich extremst an und hier versuche ich jetzt mal ein besonders gutes Foto zu machen. Vielleicht auf 16 mm oder auf 14 mm, das muss ich mir kurz anschauen, wie es funktioniert. Und ich sage es euch, wie es ist. Die Blätter sind hier mit das schönste Motiv. Und jetzt ist es so, ich werde das Bild auf 14 mm machen mit einem anderen Objektiv. Und werde das Objektiv auch ein bisschen neigen. Und wenn man das Objektiv auf 14 mm neigt, dann schauen diese Rosenblätter schon wieder surreal aus, weil sie einfach in die Länge gezogen werden. Und das versuche ich mal zu machen. Und da muss ich dann dafür auch wirklich sehr, sehr nahe an die Wasserkante gehen. Dass ich meine Kamera jetzt hier nicht eintauche, werde ich meinen kleinen Finger hier wieder nach unten halten, um zu sehen, wo die Wasseroberfläche ist. Da bin ich einfach ein bisschen sicherer. Und ich möchte jetzt in dem Fall auch, dass die Seerosen scharf sind und auch das Haus. Somit wähle ich jetzt eine 16er Blende, fokussiere hier in den Bereich der Seerosen, weil das jetzt hier mein Hauptmotiv darstellt. Kann ich hier mit Touch-Fokus einfach mal reingehen.
und probiere es zuerst mal im Querformat und gehe auch hier richtig tief ins Wasser rein. Sieht vielleicht echt komisch aus, aber die Wirkung ist gut. Noch cooler wäre es tatsächlich auf 12 mm, das kann ich euch sagen. Und um jetzt hier mein finales, besonderes Bild zu machen, mache ich das tatsächlich im Hochformat. Da habe ich weniger Sonneneinstrahlung links auf dem Dach drauf und ich fokussiere dieses Blatt hier mit der Schnecke an. Das wäre echt ein ganz cooles Bild. Ja Leute, ihr habt sicherlich gesehen, dass ich hier an dieser Location meine Komfortzone der Steg- und Landschaftsfotografie verlassen habe. Ich musste mich hier auf das Motiv und den Park erstmal ein bisschen einlassen und mich umgucken. Also aus der Hand ganz, ganz schnell Bilder machen war hier für mich nichts. Ich habe jetzt hier trotzdem 1-2 Stunden verbracht, um hier ein paar gute Bilder hinzukriegen. Nehmt das vielleicht auch selbst mal zum Anlass, geht in euren Park zu Hause und mach da mal Fotos. Es bringt immer irgendwas, neue Sichtweisen zu sehen, neue Bildkompositionen herauszufinden. Also mir taugt es, weil mit jeder Aktion lernt man einfach dazu. Vielen Dank an euch alle, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Heute war ich am Künstlerhaus Gasteige, Utting am Ammersee und wir sehen uns im nächsten Video. Wahnsinn, wie das 14 mm hier verzerrt. Was ganz witzig ist, man kann sogar mit 14 mm Schmetterlinge fotografieren. Es ist echt krass, wie nah man an der Rand kommt und wie schön still der Kleine hier auch hält. Jetzt ist er weg. Schade. Und jetzt nähere ich mich ganz langsam und gehe jetzt nach oben, dass ich nichts von dem Haus da hinten im Hintergrund sehe. Und auf 14 mm haben halt die Fotos einen ganz besonderen Look. Das macht ja normalerweise keiner. Normalerweise fotografierst du Makros auf 80, 90 oder 100 mm. Ich versuch's aber mal so. Und warte jetzt einfach, bis der Schmetterling aufmacht. Von der Einstellung her wähle ich jetzt eine Blende 16, damit diese Blümchen außenrum super schön scharf sind. Und Belichtungszeit brauche ich mindestens 1/125, je nachdem, ob der sich jetzt bewegt oder nicht. Jetzt ist der Schmetterling wieder weg. Also, ich nehme Zeit mit und versuche das Ganze jetzt mal hier umzusetzen. Wow, jetzt macht er auf. Jetzt ist meine Chance. Leute, den Schmetterling einzufangen ist wirklich mal schwierig. Man braucht Geduld. Was man auch braucht, wenn man mit F16 fotografiert, ist viel Licht. Da kommt mir jetzt hier die Sonne zugute. So muss ich hier nur auf ISO 500 gehen, um hier mit einer Belichtungszeit von 1/160 zu fotografieren. Viel scharf ist bei Dönergut, aber auch in der Makrofotografie oder Insektenfotografie, Falterfotografie, wie ihr es wollt. Also mit 14 mm Schmetterlinge auf Blümchen zu fotografieren ist nicht unmöglich, aber man muss sich extrem viel Zeit lassen. Wahnsinn. Oder sich vielleicht irgendwie mit Blütennektar oder irgendwas beschmieren, dass die kommen und nicht gleich wieder abhauen. Mit dem roten Pulli schaue ich vielleicht auch ein bisschen bedrohlich aus. Ne? Das war's von mir, von der Schmetterlingsfotografie. Bye bye Freunde, euer Sigi.